Nacho Divis, Moschale und Joviale, einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu unserer Comnocare News-Sendung. In der kommenden Woche besteht das Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma des Nationalsozialismus 10 Jahre. Viele gehen diesem Jahrestag mit gemischten Gefühlen entgegen. Warum? Das Denkmal ist durch den Bau einer S-Bahn-Trasse in seiner Integrität und Wirkungsweise gefährdet. Um die 10-jährige Gedenkveranstaltung entsprechend trotzdem würdig am 24. Oktober zu halten, hat sich die Bundesvereinigung der Sinti und Roma entschieden, auf diese Gefährdungslage eine Woche davor aufmerksam zu machen. So kam auf Einladung der Bundesvereinigung der Sinti und Roma am 17. Oktober, also gestern, eine Vielzahl von Selbstorganisationen zusammen mit Vertreterinnen aus Gesellschaft und Politik. Heute habe ich 3 TeilnehmerInnen zu unserem Comnocare News eingeladen. Kelly Laubinger, Vorsitzende der Bundesvereinigung der Sinti und Roma Berlin. Mania Weiß ist eingeladen von der niedersächsischen Beratungsstelle der Sinti und Roma Hannover. Alexander Diepold von Madhouse München und auch in seiner Funktion als Koordinator des Aktionsbündnisses Unser Denkmal ist unantastbar. Gleich die erste Frage an Kelly. Warum hat die Bundesvereinigung der Sinti und Roma diese Gedenkveranstaltung jetzt eine Woche vor dieser offiziellen Veranstaltung organisiert? Es war uns wichtig, dass wir am 24.10. nur unserer Menschen gedenken, dass wir nicht auf die Problematik der Gefährdung eingehen. Es war uns aber wichtig, dass wir vorher nochmal eine Veranstaltung haben, die einfach auf die Gefährdung unseres Mahnmals nochmal hinweist. Aber am 24. hat die Bundesvereinigung der Sinti und Roma in Vertretung natürlich durch dich eine offizielle Einladung auch für den Tag. Genau, ich habe eine offizielle Einladung bekommen und freue mich sehr, dass ich daran teilnehmen darf als Vertreterin der Bundesvereinigung der Sinti und Roma. Kelly, was wollte die Bundesvereinigung mit der gestrigen Veranstaltung bewirken? Sowohl um die Gefährdung ging es, was ist überhaupt der jetzige Stand, was wären die Alternativen auch, als auch die Bedeutung für die Minderheit. Also es gibt keine Gräber für unsere Menschen. So. Die Asche unserer Menschen liegt nicht dort. Die liegt in Auschwitz oder Sachsenhausen, Ravensbrück, Belzec und in all den anderen Konzentrationslagern. Das ist einfach ein Ort zum Trauern braucht und diesen hatten wir nie. Und seit 2012 gibt es den und der bedeutet uns wirklich sehr, sehr viel. Und das war uns auch nochmal wichtig, das klar zu machen, dass ja, es ist kein Grab dort. Das ist ja auch ein Kritikpunkt, der oft geäußert wird. So, aber wir haben keine Gräber und das ist für uns ein Ersatz, ein Ort des kollektiven Erinnerns, zum Trauern, zum Mahnen. Das ist ja ein Denkmal der Bundesrepublik Deutschland. Alexander, du hast ja in Berlin auch im Namen des Aktionsbündnisses gesprochen. Sag uns doch mal zunächst, wer steht eigentlich hinter diesem Aktionsbündnis? Was verstehen wir darunter und warum engagieren auch die sich? Es geht genau um die Unantastbarkeit des Denkmals. Dieses Denkmal ist ja auch ein Symbol für die Mehrheitsgesellschaft. Tatsächlich, dass hier unserer Minderheit was Schreckliches angetan worden ist. Und dieses Denkmal ist auch ein Versöhnungsakt. Also ein gegenseitiges Entgegenkommen, ein Dialog, der möglich wird durch dieses Denkmal, indem man sich gemeinsam dafür einsetzt, auch denen zu gedenken, die nicht mehr zurückgekommen sind auf internationaler Ebene. Hier in diesem Aktionsbündnis Organisationen und Akteure sowohl aus der Minderheit als auch aus der Mehrheit mit vertreten,
die das auch als ihr Anliegen sehen, dieses Denkmal in der Form so zu schützen, wie jedes andere Denkmal auch. Und hier also auch kein Opferränkchen herzustellen, was dann passieren würde. Weil natürlich klar ist, dass andere Denkmäler genauso geschützt sind. Und unser Denkmal ist gerade mal 10 Jahre alt. Und das ist ja letztes Jahr schon losgegangen, dass dieses Denkmal jetzt gefährdet wird. Und es ging sofort mit Protesten los, mit Demos und so weiter, wo sich also viele Organisationen mit angeschlossen haben. Bei der ersten Demo waren fast 1000 Leute mit dabei, aus unterschiedlichsten Organisationen, die hier das mittragen. Und deswegen ist auch dieses Aktionsbündnis entstanden. Unser Denkmal ist unantastbar, speziell um dieses als Ganzes zu schützen. Also mit der Umgebung, mit dem, was Dani Karavan damals als seine Vision da eingebracht hat, auch mit dieser musikalischen Umgebung, mit den Geigentönen, die das Ganze untermalen und eigentlich einen Gedenkort der Ruhe und der Stille, des Einkehrens, der Meditation, aber auch der persönlichen Aufnahme nochmal zu seinen Toten herzustellen und da eben an diesem Ort der Ruhe zu sein. Frage an Manja Weiß. Du hast ja quasi O-Töne von Zeitzeugen vor Ort gestern rezitiert. Was können unsere Zeitzeugen uns sagen und warum ist es so wichtig? Also für mich ist es total wichtig, den Menschen nochmal eine Stimme zu geben, weil sie auch bald nicht mehr sein werden. Es ist so, dass wir ja schon sehr, sehr viele Zeitzeugen verloren haben. Dass wir noch solche starken Menschen haben wie Zilli Schmidt. Ich habe Zilli Schmidt, die 1924 geboren ist, zitieren dürfen. Das ist ja eine ganz wunderbare, starke Frau. Und auch Suni Weiß, den ich selbst erlebt habe bei der Eröffnung des Mahnmals, als er eine Rede gehalten hat, ein wunderbarer, sympathischer Mensch aus den Niederlanden. Für uns, ich kann jetzt als Sintizer sprechen, aber ich glaube, dass es auch viele Romja sagen würden, sind alte Menschen etwas ganz Besonderes. Wir haben als Sinti eine Kultur, die Erzählkultur ist. Ja? Wir haben keine geschriebenen Bücher, aber unsere Bücher sind die Menschen, die viel erlebt haben. Und dann gibt es bei uns etwas, wo wir sagen müssen, das müssen wir schützen. Ja, das müssen wir schützen. Und ich finde auch, dass diese Menschen was ganz Wichtiges zu sagen haben. Und ich würde es nie ignorieren können, gerade die Menschen, die die das Grauen der Nazis überlebt haben. Ich bin so die erste Generation, mein Vater war 1933 geboren, ganze Kindheit im KZ gebracht, meine Großmutter ist da geblieben. Die hat kein Grab, meine Großmutter. Und für mich war das der gestrige Tag auch nochmal den Besuch des Grabes von meine Mami, der ich gedenken möchte. Und das habe ich auch gestern nochmal in meiner Rede zum Ausdruck gebracht. Und ich finde es auch für mich, wie ich meine Kultur verstehe, auch als moderne Frau, ist es für mich ganz wichtig, dass wir nicht ignorieren können, was diese Menschen uns mit auf den Weg gegeben haben, jetzt in Bezug auch auf das Mahnmal. Manja, du bist ja in der Beratungsstelle, in der niedersächsischen Beratungsstelle für Sinti und Roma tätig. Wie nehmen das denn die einzelnen Sinti so wahr, dass es andere Selbstorganisationen der Minderheit gibt, die die Priorität eher bei der S-Bahn legen als für diesen Unantastbarkeit des Denkmals? Warum hören die nicht auf die Stimmen von Zeitzeugen wie Suni Weiß oder Zilli Schmidt? Ist das ein Thema, unter denen sind die in der Beratungsstelle? Ja, es ist ein Thema, ein großes Thema. Es gibt so Antworten, die ich mal so, also die einen sagen, wir können das überhaupt nicht verstehen. Warum wird sich nicht eingesetzt, mehr eingesetzt dafür? Die anderen sagen, und damit sind wir ja auch bei so einem Thema wie Antiziganismus, die anderen sagen, naja, das war ja klar. Wir Sinti und Roma, wir sind nicht viel wert. Es war noch nie so. Warum ist unser Denkmal, warum kann damit umgegangen werden wie mit einem Spielball? Wieso ist das überhaupt politisch möglich? Nach all dem, was unseren Menschen angetan wurde, mit all dem, mit unserem Schutz auch, die Autochtonen sind, die und Roma haben, genießen, in Anführungsstrichen, das Wort Genuss finde ich immer ganz schrecklich, haben einen Schutz,
Ja, wir haben Minderheitenschutz. Und das wird in Frage gestellt, wie geht man mit uns um? Akteure außerhalb von Selbstorganisationen, aber auch die großen Selbstorganisationen, die sich schon Gehör verschafft haben. Und das macht viele auch ärgerlich und wütend. Andererseits sind sie aber auch, sagen so fatalistisch und sagen, naja, es war ja klar, wir waren ja noch nie was wert. Und das macht mich, stimmt mich total traurig. Und für die Jüngeren ist es so, dass sie auch einen Ort brauchen, zu dem man fahren kann, wo man dann irgendwie auch Bildung stattfinden lassen kann. Also die eigene Historie kennenzulernen, jetzt in Bezug auf die Verfolgungsgeschichte im Dritten Reich. Unsere Geschichte ist ja viel länger. Kelly, wie ist es für dich als junge Sintizer? Du bist jetzt die Bundesvorsitzende der Vereinigung der Sinti und Roma. Setzt dich auch nach Kräften ein. Man merkt da richtig deine Motivation drin. Während andere Organisationen aus Gesellschaft und Politik dem Bau der S-Bahn-Trasse mehr Priorität einräumt, als eben unser Denkmal und seine Unantastbarkeit. Was macht es mit dir? Es macht mich vor allem sehr traurig. Es macht mich fassungslos. Es gibt sehr viele junge Menschen, die sich sehr für den Erhalt des Marmels einsetzen. So, und sehr viele, die es einfach nicht nachvollziehen können. Alexander, das Aktionsbündnis. Wie reagieren die, wie agieren die, um ihre Interessen hier deutlich zu machen? Denn das ist ja auch für Sie ein Widerspruch. Diese Auseinandersetzung mit dem Mahnmal sind weitere Dinge erkennbar, nämlich wie mit unserer Minderheit überhaupt umgegangen wird. Für mich ist wirklich unbegreiflich jetzt hier, dass die Deutsche Bahn beispielsweise heute eine Kranzniederlegung macht mit dem Vorsitzenden des Zentralrats, ohne irgendeinen Ton an andere Organisationen mitzuteilen, uns mit einzubeziehen, sondern das plötzlich hier für eine Person alleine wird. Wir sind eine ganz heterogene Gemeinschaft und natürlich mit ganz unterschiedlichen Positionen. Und wir gehören diesem pluralistischen Demokratie an. Aber das wird von der Deutschen Bahn offensichtlich nicht gesehen. Also es wird kann man erkennen, wie wir immer noch als homogene Gruppe wahrgenommen werden, der irgendwie jemanden vorne dran hat an der Spitze, der das alleinige Entscheidungsrecht und die Entscheidungshoheit offensichtlich hat. Und nur mit dem geht man in Verbindung, in Kontakt und schließt alle anderen Organisationen aus. Dieses Mahnmal ist ein Ergebnis einer Bürgerrechtsarbeit von vielen Landesverbänden, von vielen Vereinen, von vielen Akteuren auf internationaler Ebene. Natürlich mit einem Motor, den die Bürgerrechtsbewegung damals geführt hat und auf den wir heute stolz sein können, weil da eine Basis drauf ist. Aber bitte, es ist kein Alleinwerk eines Einzelnen. Und insofern ist der Appell natürlich besonders, alle einzubeziehen und wirklich hier in die Auseinandersetzung zu gehen, mit uns den Prozess, den weiteren Prozess gemeinsam zu gestalten. Vielleicht noch in Richtung positiv das mal zu wenden. Es gab ja jetzt diese Veranstaltung, ich habe einige Bilder gesehen und auch die Prominenten, die dort aus Politik und Gesellschaft da waren. Wie ging es denn euch dabei? Habt ihr mit einigen sprechen können und wie haben die auf die Informationen so reagiert? Mit mir hat der polnische Botschafter gesprochen. Der sagt, dass er das gleiche Phänomen auch in Polen vorfindet. Wie werden die einzelnen Leute und Akteure tatsächlich beteiligt an Denkmalsarbeit? Und dass es immer dann erst diejenigen sind, die davon betroffen sind, die dann eine Sensibilität reinbringen, um sie mit einzubeziehen. Also er hat ganz ähnliche Erfahrungen und er würde uns gerne auch mit unterstützen, dass wir also auch in dieser Ebene bleiben können, dass wir auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Ich bedanke mich bei meinen GesprächspartnerInnen Kelly Laubinger, Manja Weiß und Alexander Diepold. Sehr geehrte Damen und Herren, Romno Care News wird selbstverständlich auch von der offiziellen Veranstaltung der Bundesregierung am 24. Oktober unter der Beteiligung von unserem Bundespräsidenten Steinmeier
berichten. Bis dahin wünsche ich Ihnen und euch alles Gute und bleiben Sie gesund. Accens hastes, Ihr Daniel Strauß.